Wir haben das Spiel weitgehend auf deren Hälfte gespielt und wir hatten auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, sehr guten Fußball gezeigt. Wir hatten aggressiv gespielt gegen Saarbrücken, was hier sehr, sehr schwer ist gegen Saarbrücken, weil die kampfstark sind und wir haben alles abverlangt und die rote Karte natürlich kam uns natürlich definitiv mit in unsere Partie rein, dass wir unser Spiel aufziehen konnten, unser Passspiel, unser schnellen Vorstoß nach vorne. Aber im Endeffekt müssen wir nach 92 Minuten sagen, leider ist es zu wenig. Wir können auch was Positives mit rausnehmen. Ja. Wir haben ganz gut den Ball laufen gelassen. Wir haben uns richtig gute Torchancen ausgespielt. Ist ja auch nichts wert. Ja, da können wir darauf aufbauen. Und man soll auch eins wissen: wir bleiben vor Saarbrücken. Jetzt in zwei Wochen haben wir das nächste Spiel mit den Stuttgarter Kickers, die unten stehen. Ja. Und die müssen wir versuchen, dann genauso ein Spiel zu machen. Auch wenn die mit 11 Mann sind, genauso aggressiv und genauso die Torchancen rausspielen, nur diesmal vielleicht die Chancen reinmachen. Das ist meine Gefühlswelt. Ich brauche bestimmt 2 Tage hundertprozentig, um dieses Ding hier zu verkraften. Ich bin auch froh, dass es erstmal im Pokal weitergeht am Sonntag, weil ja, ich denke, man kann nicht einfach so an die Tagesordnung übergehen, wenn du so ein dominantes Spiel machst und so überlegen bist und dann 2-2. Aber wir müssen uns natürlich auch hinterfragen, wieso das immer wieder passiert. Ja, wissen Sie, das ist ja das Schöne, man denkt immer an die Spieler und nicht an die Trainer. Also für mich ist erstmal wichtig, dass ich mich aufrichte, weil für mich war das, der sich nicht an der Linie abreagieren kann, indem ich mich auf dem Rasen bewege, natürlich Frust pur, das muss man ganz klar sagen. Wir haben alles richtig gemacht, die taktischen Dinge sind aufgegangen, wir waren auf der Siegestraße, wir haben das Spiel beherrscht, sind in Führung gegangen, haben wieder Chancen rausgespielt, die Dinger nicht gemacht und mit der letzten Sekunde des Spiels verlierst du 2 Punkte. Das ist sehr bitter und da gilt es erstmal für mich selber einen klaren Kopf zu finden, auch mal die Gegentore und die eigenen Tore natürlich auch zu analysieren und dann eine Nacht zu schlafen und dann werden wir sicher auch über diese Situation hinwegkommen.